heute ein weiteres Beispiel zu den Rotationskörpern. Dieses Beispiel habe ich aus diesem Buch entnommen, aus dem Cornelsen, das aus dem Cornelsen Verlag stammt und mit dem wir hier arbeiten. Folgender Text. Wir fragen, welches Volumen hat das abgebildete Glas, das wir hier unten haben, also meinetwegen ein Sektglas. Die Randkurve soll eine quadratische Parabel sein vom Typ f von x gleich x Quadrat. Allgemein lautet die natürlich f von x gleich a mal x Quadrat. Dieser Koeffizient a muss erst noch berechnet werden. Wir haben hier das Ganze mal so ein bisschen in ein Koordinatensystem reingebracht. Da haben wir das Ganze von 2 bis 8 und hier haben wir die x-Achse in dem Falle und da die y-Achse, also ein bisschen vertauscht. Dann bilde ich einmal, um die echte Funktion zu bekommen, f von 8 gleich 2, weil nämlich der Punkt mit den Koordinaten 8 und 2 auf der Parabel liegen soll. Dann ist f von 8 gleich 2, das heißt, daraus würde folgen 84 mal a gleich 2 und diese Gleichung aufgelöst nach a, dann müsste ich durch 64 dividieren, dann haben wir a gleich 2 64stel und das gekürzt ist 1 32stel. So, damit haben wir die Funktion und dadurch, dass wir unsere a berechnet haben, die müsste lauten, ich schreibe sie vielleicht hier nochmal an, f von x gleich 1 32stel mal x². Die setzen wir jetzt in die Formel ein. Dann haben wir v gleich pi mal Integral von, ja eigentlich von 2 bis 8 über 1 32stel x², das Ganze zum Quadrat dx. Dann ergibt sich hier wieder Pi mal Integral von 2 bis 8 über 1 durch 1024 x hoch 4. Diese 1024 ergibt sich dadurch, dass ich ja hier quadrieren muss. 32 mal 32 ergibt 1024. So, und jetzt kann ich von diesem Integral die Stammfunktion bilden, die ich dadurch erhalte, dass ich den Exponenten um 1 erhöhe und dann durch ihn dividiere. Dann lautet der Exponent x hoch 5, das Ganze nochmal durch 5 und 1024 durch 5 ergibt 5120. Und das in den Grenzen von 2 bis 8. Wenn wir das ausrechnen, müsste einfach sein, mit Hilfe eines Rechners, kommen wir etwa auf einen Wert von 19,96 und als Einheit müsste ich dann, da wir hier mit Zentimetern gerechnet haben, Kubikzentimeter haben. Bis hierher.